Wann ist ein Genre eigentlich ein Genre? Und täglich grüßt das Murmeltier ist einer der witzigsten Filme aller Zeiten und der bekannteste Vertreter des Murmeltierprinzips. Das Prinzip hat viele Nachahmer. Die Murmeltierpopulation in diesem Jahr ist geradezu explodiert. Ah! Oh Gott! Nein! Hilfe! Okay, es gab Russian Doll, welches am Groundhog Day Wochenende auf Netflix erschien. Zufall? Dann gab es den zweiten Teil des Slashers Happy Death Day. Happy Death Day to You. Sehr kreativer Titel für einen zweiten Teil. Das ist keine Ironie. In der Zeit von Remakes und Reboots, die einfach den Namen des Originals behalten, finde ich es tatsächlich einigermaßen kreativ. Und schließlich hat sogar der Tatort mit Moreau und das Murmeltier eine Variante des altbekannten Schemas abgeliefert. Und es war gar nicht mal so schlecht. Und das war alles innerhalb eines Monats. Sonst fällt mir spontan noch Edge of Tomorrow ein und das schreckliche When We First Met mit Adam Devine, den Tim irgendwie voll cool findet. Ich finde Adam Devine irgendwie voll cool. Und das ist lange nicht alles. Auf IMDb gibt es sogar eine Liste von Filmen mit einer Zeitschleife. Und das sind nicht wenige. Da frage ich mich berechtigterweise, ist es etwa ein Genre? Und wenn ja, wie sollte dieses Genre heißen? Woher kommt aber die Faszination für die Zeitschleife? Ich glaube, diese ist ganz tief in uns verankert. Schon die ersten Menschen haben wahrscheinlich davon geträumt, eine falsche Entscheidung korrigieren zu können und das Schicksal dadurch in eine andere, bessere Richtung zu lenken. Weil dies in der Realität nicht möglich ist, bieten Filme und Serien diese Möglichkeit und loten die Auswirkungen auf die Welt und den Protagonisten aus. Man sagt, seinen medialen Ursprung hat das Murmeltierprinzip in der Kurzgeschichte von Richard A. Lapoff aus dem Jahre 1973. Diese wurde 1990 und 1993 verfilmt. Lapoff verklagte seinerzeit die Macher von Und täglich grüßt das Murmeltier. Er behauptete, es wäre ein Plagiat. Meiner Meinung nach unberechtigt. Das einzige, was sie ausgeborgt haben, war die Struktur. Sie haben diese jedoch mit ganz anderen Charakteren und einer ganz anderen Geschichte gefüllt. Der Film ist eine Liebeskomödie mit Zeitschleifenmechanik. Die Kurzgeschichte von Lapoff war jedoch in erster Linie ein Krimi mit einem waschechten Mord, den es aufzuklären gab. Und da stellt sich mir die Genrefrage. Weil das Prinzip mittlerweile so viele Variationen bietet, ist es dadurch ein eigenes Genre geworden? Wie viele Beispiele braucht es, damit das eins wird? Und wie soll man das Genre bloß nennen? Murmeltier-like vielleicht? Das würde dir gefallen, was? Und hier kommen wir zu einem anderen Einfluss dieser Erzählstruktur, dem Videospiel. Solange es diese gibt, gibt es die Wiederholung. Seitdem die Videospiele eine gewisse Komplexität erreicht haben, also etwa Anfang der 80er Jahre, gibt es dort die Zeitschleife als Spielprinzip. Durch mehrere Leben hat man die Möglichkeit der Wiederholung, um aus seinen eigenen Fehlern zu lernen. Wir Gamer leben den Menschheitstraum. Dieses Prinzip hatte in der Gaming-Welt zwischenzeitlich an Aktualität verloren, ist aber spätestens seit der Souls-Reihe in moderner Form wieder ganz schwer angesagt. Auch die vielen Roguelike-Titel funktionieren genauso. Immer wieder versucht man sein Ziel zu erreichen und lernt bei jedem Versuch neu dazu. Genau wie die Protagonisten diverser Murmeltier-like Filme und Serien.